Jo, liebe Leute, es geht heute wieder weiter mit unserem Werkzeug. Nein, Automechaniker Simulator. Jetzt muss ich gerade gucken, doch. Das war das Auto. Genau, habe ich schon gesagt. So, was haben wir denn hier heute Schönes zu machen mit dem Auto? Ich glaube, das hat nicht so viel zu sagen, ne? Halt Problem mit den Bremsen. Ach, das ist relativ easy zu machen. Das kriegen wir heute noch hin. Und das werden wir auch heute nur tun. Ich werde, wie gesagt, ich mache heute ein bisschen was kürzere Folgen. Gut, jetzt waren es mit 26 Minuten relativ lang, aber. Wir machen ja heute kurz. Also so ein Dinger wie das letzte Mal mit 56 Minuten mache ich es nicht nochmal. Aber heute machen wir das Schätzchen hier, würde ich sagen. So, Aufhängung, neu. Haben wir es mal an mit dem Klassiker, die Dings neu bauen. Da, das sieht schon wieder so scheiße aus hier. Wo die Bremssattel. Aber das ist das. Also so ein Bremsding ist relativ einfach zu machen. So, der ist raus. Doch, das sieht schon wieder nicht gut aus. Ich einfach mal alles neu. Wenn das Problem ist, ne? So, gucken wir mal weiter auf den Titel. Ja. Gut, dann geht's weiter mit den. So, Bremstrommel. Okay. Radbremszylinder raus. Ah ne, wir können bis jetzt mal die Bremsbacken rausnehmen. Und dann können wir Radbremszylinder rausnehmen. Radbremszylinder, ja. Dann sind wir es wieder auf der anderen Seite und dann haben wir es eigentlich fast. Hier sieht schon so aus, als wäre das tatsächlich die Bremsbacken, die runter müssen. Oder? Ja. Ja, Thema schon fast erledigt. So, dann stellen wir die Teile kurz, bauen die Karre zusammen und haben es dann. So, Achso, Getriebetuning ist natürlich nicht verfügbar. Bremsscheibe inbelüftet, Bremsbeläge, Radbremszylinder und Bremsbacken. So, Bremsscheibe inbelüftet braucht man neu. Das Problem, ich kann mir so viele Dinge nicht auf einmal merken. Bremsscheibe inbelüftet, Bremsbeläge, Bremsbacken und Radbremszylinder. So. Radbremszylinder. Bestellt. Radbremszylinder, Bremsbacken und Bremsbeläge. Bremsbacken und Bremsbeläge. Fertig. So, die Teile bestellt, Teile einbauen. So. Rein damit. Bremstrommel drauf. Und die Reifen neu drauf. Da geht's auf der anderen Seite noch schnell. So, Bremsbacken rein. Kommt so die linke Seite einfach mal kurz neu. Und dann die Basic-Felgen drauf. Fertig. Nächste. So, wieder auf Montiermodus gehen. So, Bremsbeläge neu. Einmal alles drauf tun. Dann haben wir nur noch die rechte Seite, dann sind wir schon wieder fertig. So. Da kriegen wir wahrscheinlich sogar noch ein Fahrzeug hin. So. Drauf. Bremssattel drauf.
So. Alles erledigt. Fertig. So. Gut. Nächste Fahrzeug ist das hier. Geht auf die Hebebühne. Was hast du eigentlich an Probleme? Lauter Auspuff. Ja gut, das ist ein bisschen mehr zu tun. Das heißt, wir werden auf jeden Fall was zu bewegen. Auf die erste Hebebühne. Können wir das nächste Fahrzeug annehmen. Nehmen wir den hier mit an. Und dann gucken wir uns das Schätzchen hier mal an, was er noch so hat. Was haben wir denn überhaupt für Teile? Ach, das ist ja relativ easy. Bremsbinde. Bremsdinger. Klar. Filter. Teile der Motorsteuerung ausgebaut. Wasserpumpe, Steuerkette, Leuchtmeldenrad. Und die Wasserpumpe, Riemenscheibe. Okay. Gucken wir uns das ganze Ding einfach mal an. Nein. So, jetzt muss ich das Thema Wasserpumpe suchen. Servopumpe, das ist das hier. Generator. Die Wasserpumpe, da ist er. Warte mal, Lüfter muss ich nicht rausnehmen, oder? Doch, muss ich. Weil sonst komme ich ja nicht Teile. Gut, die Wasserpumpe Riemenscheibe. Die wollte er rausnehmen. So, Zündspule. Warte mal. Fahrzeuginfo. Wasserpumpe Riemenscheibe, Wasserpumpe Steuerkette und Lockwellenrad brauchen wir. Steuerkette muss noch runter. Die sitzt wahrscheinlich hier hinter. Ergo müssen wir tatsächlich hier ran. So, da können wir nämlich das Ding hier rausnehmen. Um an die Steuerkette zu kommen. Die sollte nämlich. Ja, die sollte nämlich hier hinter sitzen, genau. Und das Stockenwellenrad. Gut. Dann haben wir das zumindest auch. Wasserpumpe Riemenscheibe runter, Wasserpumpe runter, Steuerkette runter, Stockenwellenrad ist runter. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter vom Vergaser. Ölfilter. Nehmen wir die Karre mal hoch. Kraftstofffilter ist ja klar, der sitzt ja im Wasch hier hinten drin. Und zwar hier in. Warte mal. Und das Set hier. Da ist meine Linksmann. Die Kraftstoffpumpe, die kann nämlich hier raus. So. Da gehen wir vorne an die Front. Also. Ihr wisst, wie ich es meine. So. Ich muss jetzt gerade selber schlucken, was ich gesagt habe. Ich meinte die Vorderseite von so einem Auto. Bis vor jetzt irgendwie wieder. Mir irgendwelche Dinge unterstellt werden. Ja, ist schon vorgekommen. So, ich muss mal gerade gucken, was ich gerade suchen muss. Warte mal. Luftfilter, Luftfilter, Vergaser. Ach so. Ja, klar, Luftfilter. Den kloppen wir mal kurz hin raus. Der sitzt nämlich vorne drin. Und zwar müsste der unter so einem runden, großen Ding sitzen. Und zwar hier. Luftfiltergehäuse? Luftfilter hier raus. Genau. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Jetzt hat er die Bremsen. Was haben wir? Das haben wir. Problem mit den Bremsen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir an die Bremse mit dieser Karre kommen. Ja, Bremse ist ja kein Problem eigentlich. Klappt mal raus, die Dinger. So. Bestimmt hinten. Bremstrommel, Radbremszylinder, etc. Klassiker halt. So. Ja, diese Muscle Cars, wie das Ding hier zum Beispiel. Das ist ja viel Heckantrieb. So, dann haben wir das auch raus. So, Reifen runter machen.
Geht schnell heute. Das geht schnell heute. Radbremszylinder, Bremsbacken raus. Radbremszylinder raus. Andere Seite. Hoffe ich zumindest, dass wir dann alles haben. Jo, haben wir. Gut. Machen wir kurz eben kurz noch die andere Seite hier leer. Dann haben wir es auch fertig. Stellen die Teile, bauen sie ein und dann sind wir fertig für heute. Ah, das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir da nicht nochmal ran. So, Felge wieder drauf. Felge wieder drauf. Und weiter geht die Reise. So, Teile bestellt. Und weiter geht's. Moment. Ah, nein, 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 das war zu früh. So, warte mal. So. Fangen wir an mit den Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter. Filter. Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter. Ölfilter, Luftfilter, Vergaser. Teil 1 oder 2? 1. Ölfilter haben wir noch. Luftfilter, Kraftstofffilter. Ölfilter, Ölfilter, Ölfilter. Aber welchen? V8 OHV. Ölfilter V8 OHV. Hier. Bestellt. So, weiter geht's. Das sind die Filter. Dann brauchen wir einen Radbremszylinder, Bremsbacken und Bremsscheibe inbelüftet. Brems. Brems. Bremsbacken. Radbremszylinder. Und die inbelüfteten. So, jetzt müsste ich alles haben. An Bremsen zumindest. Oder? Ja, habe ich. Gut, dann fangen wir an hier oben mit der Wasserpumpe. So, Wasserpumpe. Das ist wieder toll, dass ich wieder nicht weiß, was ich haben will. Wasserpumpe, Riemenscheibe und die V8 OHV. Was V8 OHV? Was ist denn? Hier. Was habe ich gesagt? Wasserpumpen-Riemenscheibe oder was war das jetzt? Bestimmt jetzt wieder um was Spezielles. Aber glaube ich nichts dahinter, ne? Nee. Steuerkette V8 und Nockenwelderad auch V8. Steuerkette V8 UHV. Die hier. Und was war das andere jetzt noch? Ah, Jesus. Nockenwellenrad. Das Nockenwellenrad. Nockenwellenrad. OHV. Nockenwellenrad. V8 OHV. So, müssen wir alle haben. Jetzt anteilen. Ja, ist größtenteils hier alles. Ja. Ja, ja, ja. Okay, machen wir zusammen die ganze Chose wieder, wa? Würde ich sagen. Machen wir schnell zusammen. Dann haben wir es fast durch. Sogar vom Motorraum. Ich bin doch vom Motorraum, du Arsch! Wo willst du jetzt von mir hin? Ja, dass ich jetzt gesagt habe, dass ich. Genau, dass ich komme jetzt vom Fahrwerk. Okay. So. So. Fertig. Das Ding ist drin. So, dann gehen wir kurz an den Wash. Machen wir kurz hinten die Wasser, die Dingspumpe wieder rein. Hier ist auch die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Ich habe ja Spaß an dem Spiel. Also so ist es ja nicht. So. 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 Gut. Felge drauf.
So, die andere Seite noch schnell. Dann hoffe ich, dass wir alles haben. Ich hätte zwar jetzt wieder Bremsdings reingedauert, aber egal. Er will was so machen. Dann kriegt der Kunde, was er will. So, jetzt muss ich hinterm Heck nochmal gucken. Ja, hier muss nochmal was getauscht werden. So, Reparaturzylinder rein. Die andere Seite ist schon fertig. Bremsbacken rein. Bremstrommel drauf. Und die Felge drauf. Und dann sollte eigentlich alles durch sein schon wieder. Jetzt sind wir fertig für euch. Dann ging das jetzt relativ zeitnah. Zügig. So, guck mal nochmal. Ach so, natürlich. Ölfilter, Luftfilter, natürlich. Klassiko. Jetzt kommen wir nämlich erstmal, müssen wir erstmal die ganze Chose hier mit der Dings machen. Der Steuerkette. Jetzt wird da gar nichts drauf. Das wird ja nichts. Scheiße. Hab ich nicht dran gedacht jetzt. Müssen wir auch davon kaufen? Müssen wir auch damit dran vom. Er hat sich nicht mit dem kompletten Ding vom Motorraum. Ist das nicht viel einfacher, das von hier zu machen? Aber Leute, er will vom Motorraum. Okay. Machen wir vom Motorraum. Ah, super. Aber egal. Alles. Nicht aufregen. Wir können nur das machen, was das Spiel uns vorgibt. Das rein. Das rein. Snockwellenrad drauf. Natürlich die Steuerkette drauf, bevor wir das auch vergessen. Will er gerade nicht. Kriegt er jetzt, kriegt er sie drauf. Dann kommt da das Steuergehäuse drauf. Da natürlich die Wasserpumpe, die neue. So, Wasserpumpe Riemenscheibe, rein damit. Die Kurbelwellenriemenscheibe neu. Ich musste sie ja ausbauen, damit ich unten drunter komme an die Steuerkette. Rein damit. Rein damit. Und dann haben wir soweit alles fast fertig. Luftfilter Typ B. Quatsch, die. Dings. Oder müsste es eigentlich fertig sein? Nö. Ölfilter fehlt noch. Ölfilter fehlt noch. Wo ist denn der Filter? Kuckuck. Ölfilter? Hallo? Wo bist du? Kann nur unten sein, wa? Ich habe ja auch Ölfilter habe ich bestellt, bin mir ziemlich sicher. Das soll nur eingebaut werden jetzt. Da, wo ist der Ölfilter? Ölfilter, wo ist der Ölfilter? Hallo? Kleiner süßer Ölfilter, wo versteckst du dich? Hallo? Entschuldigen Sie? Wo bist du? Ich will. Hallo? Alter, wo ist denn der? Ach, hier unten. Da hab ich gar nicht ausgetauscht, oder? Okay. Ich glaube, ich habe aber einen bestellt, wenn ich hier bin. Ja, ich habe einen bestellt, ich habe nur nicht ausgebaut. So, jetzt so. Gut, auf der Pelle, fertig. Tada! Auto fertig. So, dann müssten wir die eine Hebebühne wieder frei haben. Der nächste ist der grüne, der da hinten auf der linken Seite steht. Den werden wir als nächstes uns angehen in der nächsten Folge. Zweite Hebebühne. Wir können ein weiteres Fahrzeug auf uns annehmen. Wo haben wir sie denn? Da, der war den Royal hier. So, wir werden auf jeden Fall demnächst eine Kampagne fahren. Oh, BWZ4. Naja, bitte mal uns sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um das Grüne hier. Der hat auch so ein paar Probleme noch, die wir lösen müssen. Die wir aber nicht aktuell reparieren, das Getriebe. Das heißt, das Getriebe komplett ausgetauscht werden. Naja. Ist so. Also Getriebe raus, Getriebe einmal tauschen. Das wird ein teures Vergnügen. Das wird auch ein zeitintensives Vergnügen. Das heißt, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmern wir uns darum.
Bis dahin. Tschüss.